10 Arten von Clash of Clans Spielern, Teil 2. Der Ungeduldige. Ey, ich spiele seit 30 Tagen Clash of Clans. Ich bin erst Rathaus 10. Ich krieg die Krise. Schaut euch die Gebäude an. Ich soll jetzt fast 2 Tage auf den Inferno-Turm warten. Das ist ja noch einigermaßen in Ordnung. Dann hier nochmal 2 Tage. Und dann kommt einfach der X-Bogen. Den habe ich vor 2 Tagen gestartet. Der soll jetzt nochmal 3 Tage dauern. Wer hat denn bitte so viel Zeit? Nee, also ganz ehrlich, mir reicht es jetzt wirklich. Ich habe jetzt einmal das Buch des Bauens. Zack, direkt abgeschlossen. Dann haben wir hier einmal den Inferno-Turm. Zack. Und den haben wir auch noch. So sieht es nämlich aus. 320 Gems. Das sind 5 Euro oder so, ne? Ach, egal. Komm, mache ich einfach. Okay, ziehen wir erstmal die Bogenschützen hoch. Ich soll jetzt am nächsten Tag mich einloggen, um dann die besseren Bogenschützen zu testen. Ja, komm, also verarschen kann ich mich selber, ganz ehrlich. Also da habe ich die Gems direkt bei. So, dann machen wir erstmal einen Angriff. Ja, das ist ganz geil, ne? Golem haben wir mit Hexen und so. Mal schauen, es dauert uns 33 Minuten. Hä, wer hat denn so viel Zeit in seinem Leben? Okay, machen wir erstmal den Schub an. 30 Gems, 1 Stunde mal 4, zack. Schau mal, das sind immer noch 8 Minuten. Ja, kann ich direkt aufjammen, ganz ehrlich. Also das ist ja total lächerlich. So, zack, hier auch direkt. Okay, der Sternenbonus sieht schon nice aus. Okay, erstmal Gegner finden. Alter, wie lange soll ich denn noch warten? Komm, wir greifen den jetzt einfach an, let's go. So, zack, reingehen. So, let's go. Ich habe nicht ewig Zeit, Alter. Was machen die Truppen denn da so lange? Mein Gott, wir werfen mal einen Hutzauber hier drauf, hier noch einen Sprungzauber und dann frosten wir das Ganze hier noch auf beiden Seiten einmal. Alter, der Kampf geht jetzt schon fast eine Minute. Wie lange brauchen die Truppen bitte? Ja, kommen 2 Sterne, der Rest ist mir egal. So, zack, 1 Stern, 2. Also für den Sternebonus habe ich jetzt echt keine Geduld mehr. Der Chaotische. Boah, also es wird eigentlich echt mal wieder Zeit, hier mein Dorf zu ordnen. Also wir sehen, das sind überall Hindernisse. Die Mauern sind ja komplett random und irgendwie, boah, keine Ahnung. Ich muss ehrlich sein, seitdem ich Rathaus 3 erreicht habe, habe ich mein Overlay nicht mehr angefasst und habe die Gebäude einfach nur irgendwie random hinplatziert. Und jetzt sieht das Ganze irgendwie so aus. Okay, komm, wir versuchen das Ganze mal zu ordnen. Also als allererstes entfernen wir oben mal ein paar Hindernisse. Dann haben wir schon mehr Platz und dann sieht es schon mal nicer aus. So, zack, auch noch direkt ein paar Gems gefarmt. Sehr geil, okay. Okay, dann sortieren wir mal. Wir haben jetzt hier die Kanonen, die versuchen wir jetzt mal alle zusammenzufügen. Und da ist noch ein Mortar, okay. Da ist noch eine Kanone. Oh, nice, ich habe noch eine 4. Kanone. Das wusste ich gar nicht, dass der existiert. Okay, also die Kanonen und 2 Minenwerfer haben wir schon mal beisammen. Das ist schon mal ein Anfang. Okay, jetzt die Minen. Auf geht's. So, die erste Mine, dann die zweite. Okay, jetzt ist noch die... Ach, ganz ehrlich, Alter. Also, wenn ich mir das anschaue... Nee, also ich lasse es einfach so, wie es ist. Der Inaktive. Ich habe mich gerade zum ersten Mal seit 6 Monaten in Clash of Clans eingeloggt und jetzt ohne Witz, ich wusste nicht, dass diese Funktion existiert. Wir haben jetzt einfach alles geupgradet bekommen, automatisch. Wie geil ist das denn? Wir haben das Armeelager Level 2, noch ein Armeelager, die ganzen Sammler sind hochgegangen. Dann sind die Kasernen jetzt auch ein Level höher. Dann haben wir die Kasernen jetzt Level 9 hier. Labor ist hoch, Kanonen sind hoch, alle unsere Kanonen- und Bogenschützenturme sind höher. Die Mauern, 116 Stück von alle geupgradet. Dann der Magierturm, die Luftabwehr, der Minenwerfer, der Bohrer, das Lager für dunkles Elixier, die dunkle Kaserne und der Luftfeger. Einfach alles automatisch geupgradet. Der Bauarbeiter hat aus den Pläne dafür, was wär's, okay. Sieh deine Liste an, wenn du etwas Inspiration brauchst, danke. Okay, so, hier erstmal alles abholen, die Beutekarre, 8 Millionen. Oh mein Gott, also, was? Wie geil ist das denn? Das machen die bestimmt, dass ich direkt wieder aktiv werde. Okay, schauen wir uns die Vorschläge an, wir machen einfach mal den Sammler hier, würde ich sagen. Dann machen wir nochmal den Sammler hier. Dann machen wir einfach das Elixierlager hoch und ganz ehrlich, was ich jetzt mache, ich gehe einfach wieder offline und dann schaue ich in 6 Monaten wieder vorbei und dann bin ich Max, der Clankriegsplaner. Okay Leute, zusammenkommen. Wir haben Clankrieg. Das bedeutet, wir müssen jetzt zusammenhalten. Unser Clan befindet sich jetzt offiziell im Krieg. Das bedeutet, wir müssen jetzt wirklich zusammenhalten und das Beste aus unserem Kampf rausholen. Uns bleiben aktuell noch 4 Stunden und 56 Minuten, um den Zelaya Island Clan hier zu schlagen. Dominik hat seine Angriffe leider extrem in den Sand gesetzt. Deswegen würde ich vorschlagen, dass Rafa jetzt übernimmt. Rafa, das ist dein Target. Wir sehen Level 12 Rathaus, die Mauern sehen ganz gut aus, hier ist ein Inferno-Turm gut beschützt. Irgendwelche Vorschläge, wie wir das Dorf knacken können? Knackpunkt ist vor allem die Adlerartillerie, wie wir die ausschalten können. Und natürlich die Luftabwehr, wenn wir über Luft gehen wollten. Auch ein Queen War könnte sich anbieten, wäre natürlich aber sehr riskant. Aber bitte unbedingt die Clanburg beachten, die kann sehr gefährlich werden, ansonsten können wir den kompletten Clankrieg wegen dir verkacken. Auf geht's, Rafa, du schaffst das. Der den Clankrieg verkackt. Oh kacke, wir haben noch Clankrieg, den habe ich komplett vergessen. Wenn Jonas mitbekommt, dass ich schon wieder verkacke, wird er mich safe aus dem Clan rauswerfen. Okay, bei den Truppen setzen wir auf das klassische Golem-Hexendeck. So, jetzt ist die Frage, welche Armee wir ausbilden wollen. Das Problem ist, ich habe überhaupt keine Ahnung. Also ich würde es einfach ganz klassisch auf meine Golem-Hexen-Valkyren-Armee setzen. Okay, das ist das empfohlene Ziel. 17. Auf geht's. Alter, ich hätte fast auf Angreifen gedrückt, ich habe erst einen Magier drin, ups. Okay, let's go, wir gehen rein, auf geht's. So. So, das sieht eigentlich relativ machbar aus, ne? Ich meine, wir haben hier auch so Inferno-Türme, wir haben die Clanburg und so weiter. Oh mein Gott, ich habe vergessen, die Truppen auszubilden. Ja, egal, ich kann es nicht enttäuschen, müssen es reingehen. Oh mein Gott, das ist ja so peinlich. WTF. Und wir zünden die direkt, keine Ahnung. Ja, nee, das können wir knicken, ganz ehrlich.
Wir haben immerhin 16% geholt. Aber jetzt der zweite Angriff. Der muss es werden. Auf geht's. Guck mal, hier ist eine Lücke. Hier ist einfach eine Lücke. Da gehen wir einfach rein. Und jetzt alles drauf. Alles drauf. Alles rein. Alles rein. Alles rein. Wutzauber. Dann frosten wir hier. Und alles zünden. Auf geht's. Dann machen wir noch einen Sprungzauber rein und machen so. Let's go. Dann hauen wir noch irgendwie die Erdbeben hier rein. Oh mein Gott. Ja, ein Stern. Ja, die Truppen werden natürlich jetzt in der Mitte ziemlich krass gefokust. Aber ich meine, wir haben den Stern, der ist doch solide. Und die Helden machen das auch eigentlich noch ganz gut. Die Valkyrie ist auch noch da. Komm, die Queen. Die Queen holt noch ein paar Prozente. Ja. Ja, also ein Stern, da bin ich eigentlich zufrieden mit. Ich glaube, damit wird Jonas auch zufrieden sein. Der nur eine Truppe nutzt. So, auf geht's. Wir müssen ein bisschen Loot farmen und einen Sternenbonus reinholen. Was sollen wir genau angreifen? Ich habe jetzt Golems und Lavahunden neu. Aber ich glaube, ich greife mit Only Drachen an, das ist geil. So, 3 Sterne brauchen wir, das wird easy. So, der ist genau richtig, da gehen wir jetzt einmal hier schön rum. Und jetzt können wir hier 4 Drachen auf einmal wütend machen. Ich meine, wie geil ist das denn bitte? Die Luft, da werden den Bogenschützenturm, können wir einfrieren. Dann bringen wir wieder Wutzauber drauf. Und noch einen, let's go. Ja, die machen sogar hier die Luftabwehr weg, die haben überhaupt keine Chance hier mit dem Dorf. Ja, und das sind ja mega entspannte 3 Sterne, 100%, auf geht's. Ja, zack, Sternenbonus, mega entspannt. Okay, kacke, wir haben einen Clankrieg. Ich muss gegen den ersten ran. Okay, wir haben erst einen Stern geholt, also wir sehen es hier. Also er hat eine gut upgraded Luftabwehr auf Level 10. Auch eine Adlerartillerie. Dann hat er natürlich auch 2-mal den Luftfeger. Die X-Bögen sind auch auf Luft eingestellt. Boah, die Bogenschützentürme sind auch schon ganz gut. Und er hat auch Inferno-Türme. Uff. Was soll ich jetzt angreifen? Wir haben ja einiges zur Auswahl. Ich meine, boah, die Luftabwehr sah schon gefährlich aus, aber ich meine, wir greifen einfach mit Drachen an. Das hat gerade eben auch schon gut funktioniert. Der Troller. Boah, ey, ohne Witz, Clash of Clans ist echt so langweilig, ey. Also, ich bin jetzt gerade aus 10. Ich habe auch die ganzen Gebäude schon gut gelevelt, aber es ist echt langweilig. Okay, wir schauen mal hier nach einer neuen Base. Let's go. Da sind auch einige ganz geile eigentlich dabei. Okay. Aber die sehen alle unfassbar langweilig aus, WTF. Oh mein Gott, was ist das denn? Was soll das bitte darstellen? Das sieht richtig geil aus. Das ist so eine Schildkröte, glaube ich. Okay, also das ist meine neue Base. Oh mein Gott, einfach ein Einhorn. Ja, Mann, das ist so witzig. Ich fasse es nicht. Okay, pass auf, jetzt habe ich's. Ich mache einen Angriff nur mit Mauerbrechern. Ich meine, wie geil ist das denn bitte? Okay, komm, den nehmen wir direkt. Auf geht's. Ey, das wird so gut werden. So, let's go. Da kommen sie. Seht euch das an. Ich frage mich sowieso, wie das jetzt funktionieren wird. Ich meine, werden die jetzt alle Mauern zerstört bekommen oder keine Ahnung, ey. Oh mein Gott, hier, da laufen sie rein. Oh, die machen sogar Schaden. Die holen sogar richtig gut Loot. Oh mein Gott, Alter. So, jetzt schicke ich noch die Helden nach und dann habe ich eigentlich einen ziemlich guten Angriff sogar. Ich meine, wie viel Loot kriege ich da denn raus? Ja, perfekt. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Muss ich öfters machen. Der Besserwisser. Okay, wir gehen in den Clankrieg. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was mein Mate so geplant hat. Ja, einfach der Queen Charge Lalo her. Zumindest hoffe ich das Ganze. Was soll das denn werden? Was genau ist der Plan? Der Plan sieht wie folgt aus. Erstmal Klanburg nach Möglichkeit locken. Die Klanburg würde ich nicht locken. Mit der Königin reinchargen. Einmal hier weiß ich nicht, okay. Laufen, hier oben reinbrechen, hinter das Rathaus kommen, um das Rathaus und die gegnerische Königin wegzubekommen. Währenddessen. Weiß ich jetzt nicht. Also, ich bin jetzt nicht so überzeugt von deinem Plan, aber wir schauen mal, was du so rausholst. Oh Gott, was war denn das für ein Barbar? Oh, den hätte ich anders gesetzt. Aber die Queen, die macht das ganz ordentlich, ja. Aber ich hätte 2 Heilerinnen noch dazu genommen. Aber mal schauen, ja. Der Wutzauber, den hätte ich etwas später gedroppt persönlich. Aber ist noch in Ordnung vielleicht. Und sowieso finde ich Lavaloon eigentlich viel besser. Was ist denn das für ein komischer Spam? Aber, boah. Also die Queen, oh ja, die ist fast tot. Die ist fast tot, die Queen. Ich hab's gesagt. Oh, okay, er zündet sie noch rechtzeitig. Also ich hätte persönlich die Queen schon früher gezündet, sage ich ehrlich. Aha, da haben wir es. 10 Sekunden. Mhm. Ja, naja. Also ob das noch wird, 96%, 97%. Das sind noch 3 Sekunden, 2, 97%. Ja, guck, da hast du einen Stern liegen lassen. Also das war richtig unnötig. Der die Mauern ignoriert. So, es wird mal wieder Zeit, hier unser Dorf ordentlich zu upgraden. Auf geht's, Bogenschützenturm, die Verteidigung ordentlich hochpacken. So, hier den Magierturm unbedingt auch hoch. Ah, die Kanone ist noch Level 2, WTF. Okay, das geht gar nicht. Okay, erstmal hier ein bisschen Ordnung reinbringen. So, nice, der ist fertig, sehr geil. Okay, ich glaube, wir machen direkt weiter und graden hier mal vielleicht das Armeelager ab, oder? Ja. Oh, der Bogenschützenturm ist eigentlich auch extrem wichtig, okay, aber... Also alles im Allem haben wir jetzt die Level schon gut geboostet, aber... Boah, Junge, Mauern einfach, ne? Boah, Alter, die sind alle noch Level 1. Ich hab die einfach alle in die Ecke gestellt, weil ich da zu faul war, irgendwas mitzumachen. Okay, mein Bauarbeiter wäre jetzt fertig. Ey, okay, wir müssen jetzt mal an die Mauern ran. Ich hoffe, wird nicht zu teuer werden, komm. So, Level 2. Level 3. Level 4.
Boah, das ist teuer. Das ist teuer. Boah, 7000. So einmal geht noch. Also ganz ehrlich, das muss auch fürs Erste reichen. Da nehme ich die Ressourcen lieber und hau die direkt hier wieder, keine Ahnung, in den Tesla oder so rein. Nee, geht nicht mehr. Ja, dann halt ins Labor, aber Hauptsache nicht in die Mauern. Also Mauern sind einfach lost. Braucht man ja nicht. Der YouTuber. So, Rados 14 Update. Direkt Giga Infernotum Level 5 gemaxed. Easy. So, wir haben ein neues Update. Ich habe da jetzt 50.000 Gems, 40 Millionen Gold. So, die neuen Haustiere. Okay, die müssen wir uns erstmal instant maxen, würde ich sagen. Die sehen geil aus. Und Rados 14 habe ich natürlich auch schon freigeschaltet, ne? So, Level 3 ist der. Den finishen wir direkt. Das ist ein bisschen low noch. Level 4 geht ja auch noch. Zack, Level 5. Ja, und das Einhorn können wir eigentlich auch noch direkt machen. Das sieht eigentlich auch nice aus. Würde ich auch mal direkt maxen. Alter, wir haben die Clanstadt freigeschaltet. Oh mein Gott, okay. Wir können hier neue Truppen und sowas machen. Okay, das ist schon sick. Und wir können hier so Überfälle machen. Okay, das sind die neuen Truppen. Alter, fliegende Festung. Dann haben wir Schweinekämpfer und den Sperrgolem. Alter, den müssen wir erstmal direkt freischalten. Okay, Leute, wir gründen jetzt einfach einen Clan und machen den offen für euch. So, let's go. 40.000 Gold. Hier sehen wir das Clan-Kürzel. Einfach alle eure Punkte draufhauen. Dann kriegen wir das Ding bestimmt gleich maxed. So, 2 Stunden hat es gedauert. Okay, sieht schon mal ganz geil aus. Rados 10. Dann sehen wir auch die ganzen neuen Gebäude. Diesen mächtigen Bogen haben wir auch. Okay, ist schon mal ganz nice. Aha. Da sehe ich mich. Da haben wir ihn doch. Berggolem Level 5, direkt auf maximalen Level. So, den packen wir rein. Dann noch hier die neuen Superdrachenpacker. Und Spells haben wir auch alle. Sehr geil. Super Leistung, Leute. Ich würde sagen, wir machen direkt den nächsten Clan auf und holen uns auch noch Platz 2 der Welt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Und schaut auch hier im Abstand vorbei. Da ist auch noch ein weiteres Video zu unserem Pay-to-Win-Account verlinkt. Da wollen wir von Rados 1 auf Rados 14 mit Pay-to-Win kommen. Sehr teuer. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Und ja, bis zum nächsten Video. Haut rein. Und danke fürs Zuschauen. Ciao.